Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal. Sofort und gleich. So, Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code sofort und gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja, Leute, endlich mal wieder neue Skins im Shop. Da gehen wir jetzt gleich mal rein. Gleich mal in den Item Shop rein. Jawoll! Herr Sofort, was? Ich bin Ihr Vater. Ich muss, das ist der Spruch. Oh, der imperiale Sturmtrooper ist da, geil. Und so cringe das. Und dann Tiefseejäger, geil. Also wir fangen jetzt mal auf der rechten Seite an. Was ist denn? Ich weiß gar nicht, ob ich im Takt bin, weil ich weiß ja nicht. So, also. Hüftpfeffer, mega cool. Hat sich der sofort ja auch gegönnt. Teil schickt von mir 9 von 10. Mit 10 von 10. Ein Fortbewegung. 3,89 von 5 bei 18 Votes. Das war am 31. Juli 2019 Shop gewesen. Dann 4 mal 18 Reminders. Ja, das ist ab sofort nicht mehr Wüstendominierer, weil Wüste haben wir nicht mehr. Keine Wüste mehr. Keine Wüste mehr. Gibt nichts mehr Wüste. Wüste weg. So, also insofern. Übrigens, Leute, an alle Leute, die. Jetzt bin ich schon vor mal der Tiger. Ich will nicht der Tiger sein. Geh da raus, ey. Hab da was los. Die damals, was heißt damals, vor ein paar Wochen noch Rush Wars geguckt haben. Leute, das Projekt wird von uns nicht weitergemacht, da Rush Wars am 30. Müssen wir aber ein separates Video zeigen. Ja, machen wir auch noch. Am 30. November down geht. Ja, aber das erklären wir in einem anderen Video. Ja. So, Scorpion für 800 V-Bucks, mega cool, aber jetzt nicht mehr so toll, weil keine Wüste mehr da. Deswegen kriegt er jetzt von mir wieder nur 6 von 10. Von mir auch. Kann ich nicht lesen. 4,0855 bei 74 Votes am 28. August 2018, das erste Mal drin gewesen, 21 Mal, seitdem 100 Reminders, das letzte Mal im Shop. Vor 19 Tagen. Das ist so komisch. Kann ich nicht lesen. Aha. So, also, ja, war ja so. Dann beschlagene Hacke. Beschlagene Hacke. Ja, finde ich, ist ein Oldie. 8 von 10. Kriegt von mir 7 von 10. 3,9955 bei 68 Votes. Das ist am 13. Juli 2018 im Shop gewesen. Seid ihr mich, kann ich lesen. Nein, Spaß. Seit 20 Mal und 197 Reminders. So. Dann haben wir da, einer meiner Lieblings-Emotes vom Techno-Wikinger. Für 800 V-Bucks. 10 von 10. 10 von 10. Ich weiß nicht, ich hab dir den damals gekauft. Ja, warst ist so glücklich. Mein absoluter Lieblings-Emote. Ah, okay. Hat eine Mode von 3,835 bei 54 Votes, am 27. August 2018 im Shop gewesen, am 11. Mal 81 Reminders. Ja, ich bin Fan vom Techno-Wikinger und dann finde ich das geil. Fraktalpunkt. Umgesetzt. Fraktalpunkt. 500 V-Bucks kostet das Teil. Ich finde da, ich werde jetzt schon total dizzy in der Birne. Wenn ich da hingucke, bin ich schon total durcheinander. Deswegen kriegt das von mir, das kriegt das 7 von 10. 8 von 10. 4,675 für 21 Votes, das ist am 7. August 2019 im Club gewesen, 4x18 Reminders. So, die Expertin, da die Mathe-Künstlerin, die hat doch auch hinten, hat die nicht das Lama hinten auf dem Rücken? Ja, da, genau, Lama, Lama-Book. Lama-Book. Das Lama-Book. So, Lama-Book für 1200 V-Bucks kriegt von mir 7 von 10 die Expertin. Von mir 5 von 10. 3,955 bei 78 Votes, das ist am 6. Januar 2019 Shop gewesen. Oha, 13 Mal und 134 Mal. Ja, gleich. Waschbär. So, wir kommen zum Zero. Haben wir Gameplay zu dem Zero? Ja, 10 von 10. 10 von 10 für den Zero auch von mir. Zeig mal hinten nochmal drauf das Backpack. Sag mal Backpack. Ja, geil. Zoom mal ran, dann Backpack. Geil, geiles Teil. 10 von 10. 10 von 10, definitiv. 4,6755 für 21 Euro, das ist am 25. Oktober 2019 im Shop gewesen. Selten dreimal, 34 Runners, 0 Punkt. Hast du das auch weggeklickt? Teil. Ich glaube, der Layer ist noch drüber. Nee. Nein, nicht mehr, okay. Das Teil sieht geil aus. Zero Point, ich finde, das ist genauso durcheinander wie das andere davor und kriegt dann auch von mir 7 von 10. 9 von 10. 4,5755 bei 7 Votes. Das ist am 15. Oktober 2019 Schock gewesen, 3x4 Reminders.
So, sind wir durch mit dem Set und dann geht's weiter jetzt hier mit dem. Machen wir den Sturmtrupper erstmal. Da ja, Sturmtrupper. Der war ja gestern schon zeig mal, am Ende des Tages drin, oder? Ja, zeig mal, gehen wir dann nochmal drauf. Zoom mal an den ran und zeig dir mal. Den kennt jeder. Oh, er ist so geil umgesetzt, ne? Ja, ich will immer überlegen, ob ich mir diese Star Wars da kaufe. Mega geil. Ja, Leute, für diejenigen, die es nicht wissen sollten, wahrscheinlich habt ihr es aber gesehen, gibt ja jetzt dieses neue Star Wars Spiel. Wer sich das holt, kriegt den Sturmtrooper gleich mit hinzu. Ja. Ja, also mega geil, ne? Ja. Aber dann müsst ihr wahrscheinlich schon über den Epic Shop kaufen. Ja. So. Natürlich, es gibt auch nur im Epic Shop. Ja, so mega cool. Ich weiß nicht, ob es so im Laden auch zu kaufen geht. Ja. Trage die Rüstung eines Aber ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Ich habe das Thema heute mit Herrn sofort gehabt, dass er mir gesagt hat, Sturmtruppe drin. Ich so, what, wie Sturmtruppe drin? Ich habe es erst gar nicht geglaubt. Aber ganz ehrlich, wenn man jetzt überlegt, so Marvel hatten sie zwischendrin und da war eigentlich nur diese... Black Widow. Ja gut, Batman kam ja auch noch. Aber das ist ja DC. Das ist ja DC. Er sagt, es gab nicht viele Marvel-Helden. Ja, ich bin gerade überlegen, was ist noch was von Marvel? Es gab Black Widow und dann sagt er, es gab Batman. Ja, Batman, stimmt, ja. Das war ja DC. Ja, die Diskussion wieder. Aber war sonst noch was von Marvel drin? Nö. Nein. So, dann bei Stranger Things, der Demogorgon, geil, aber dann noch dieser Chief Hopper. So, das war's. Ich hoffe, dass die da jetzt noch ein bisschen was von Star Wars mit reinbringen. Chewbacca wäre geil. Chewbacca. Welchen würdest du dir denn wünschen? Charakter? Ja. Hier im Spiel, welchen würdest du dir wünschen? Schreibt doch mal bei euch, schreibt mal bitte in die Kommentare rein, welchen Star Wars Charakter würdet ihr euch im Spiel wünschen? Bitte, wäre cool. Also für mich Chewbacca. Chewbacca schon mal, ja. Chewbacca ist mega. Ja, doch. Ich würde mir wünschen, Yoda, komme ich überall unten durch. Yoda wäre auch cool, ja. Aber Yoda ist sehr klein. Ja, eben. Ist mega klein. Ist cool. Dann könnte ich ja so ein, was weiß ich, Ewok. Ich bin ein Ewok dann. Ja. Passt ja zum Waschbär. Mach doch mal einen Waschbär rein. So, genau. Also. Mach doch irgendwann mal einfach einen Waschbär rein. Ich schreibe euch danach an. Macht man Waschbär-Scan. Macht man Waschbär rein. So. Und einen Tiger. Kaufen wir beide. Exklusiv ja. Nur für uns. Exklusiv. So, Tiger und Waschbär. So, imperialer Sturmtrupper gibt auf jeden Fall für mir 10 von 10. Jetzt muss es ja sein. Von mir auch. Cool. 4,385 bei 16 Votes, was am 15. Oktober, November 2019 schon gewesen. 2, 3, 3. Herr Sofort, was ist los mit Ihnen? Keine Ahnung. So, also, ja, Meeresarsenal. Pass auf, Leute. Die Saga von Star Wars endet im Dezember. Unser Leben macht keinen Sinn mehr. Ja, unser Leben hat keinen Sinn mehr. Star Wars zu Ende dann. Ja. Aber irgendwann gibt's wieder ein Comeback. Oh, guck mal, Tiger. Guck dir das mal an. Ja, das Star Wars ist so ein. Ui, oh, guck mal, wie er guckt. Oh. So, also komm. Also hier, Meeresarsenal. Was ist das eigentlich, Meeresarsenal? Was soll das sein? Das ist so eine. Das ist Bombe. Das ist keine Bombe, wie nennen die sich? Torpedo. Oh mein Gott, ja, schön. Mann, so. Torpedo oder. Das ist ein Unterschied. Rakete. Nein, das ist ein Unterschied. Torpedo ist ein Gegenstand. Gehen wir auf einen Gegenstand. Also, jetzt gucken wir uns mal diesen Gegenstand an. Für 800 V-Bucks. Ich finde den nicht so toll. Kriegt von mir 6 von 10. Von mir 5 von 10. Toll, mein, das ist was. Und aber jetzt der neue Skin. Tiefseejäger. Der Tiefseejäger. So, zoom mal an den bitte ran. Zeig den mal, weil das. Er erinnert an den Truppenführer. An den Gruppenführer. Gruppenführer. Also für die Leute, die den nicht kennen, können wir dann auch nochmal theoretisch einblenden. Aber Gruppenführer. Gruppenanführer, genau. Sieht dem wirklich sehr ähnlich. Und es gibt auch jetzt ein paar Leute, denn ich habe den Gruppenanführer schon Ewigkeiten nicht mehr im Spiel gesehen. Und jetzt momentan sind die mehr drin als der hier, als der Tiefseejäger. Ja. Krieg von mir, ja. Ich würde sagen. Ist nicht schlecht. Ja, krieg von mir 6 von 10. Echt? Zu wenig? Ja. Also von mir kriegt er 7 von 10. 5 von 5 beantworten, 0 meines. So, jetzt kommen wir zur Bewertung des heutigen Itemshops. Oh, ich würde sagen, Gott. Der heutige Itemshop kriegt von mir ein Love It. Oh mein Gott, definitiv ist Love It. Okay, ja. Also wir haben auch noch ein Gameplay. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Houston, Sensei, Protokoll, der Code sofort U gleich TDV
Und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, vor allem mit uns beiden. Bis dahin rein und tschüss.